Die Gesellschaft zusammenführen, das möchte Lan Hornscheid auch. Aber ganz anders. Hornscheid versteht sich nicht als Frau oder Mann, sondern als genderfrei. Hat jahrelang Sprachwissenschaft gelehrt. Den Genderstern findet Hornscheid wunderbar. Fühlt sich endlich angesprochen. Aber es ginge noch radikaler. Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Also immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern ens Käufer und ens Einkaufskorb. Und das wäre eine neue Form, die eben dazu führen würde, dass wir die Genderfreiheit, die ja jetzt gesetzlich als Möglichkeit festgeschrieben ist, auch tatsächlich umsetzen können.